Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paterpott, Diplompsychologe und so weiter und so fort. Heute reden wir über die vier wichtigsten, soll ich mal sagen, Begriffe, die du eigentlich kennen musst, um einen Dating-Prozess zu beurteilen. Also wenn man das so drauf hat und dann vielleicht noch dieses Konzept von Standards und Dealbreakern, dann kann man schon wirklich sehr gut überlegen, wo stehe ich da eigentlich in so einem Dating-Prozess. Und zwar sind das die Sachen Konstanz, Intimität, Balance und Progression und alles. Ich mache auch ganz viel, immer wenn ich E-Mails beantworte, gehe ich auf diese vier Punkte eigentlich ein, ohne die jetzt hier immer zu benennen, weil damit kann man wirklich sehr genau feststellen, habe ich hier einen, sag mal so, gesunden Dating-Prozess oder einen, der so wahrscheinlich wieder in Liebessucht endet oder in Frustrationen. Das ist jetzt heute ein bisschen anders und zwar habe ich heute, das geht jetzt dann gleich direkt los, ein Lehrvideo so aus meiner jetzt bald startenden Dating-Coach-Ausbildung. Hänge ich hier einfach mal dran, auch so ein bisschen als Appetizer, sage ich mal, aber auch für dich als Endkundin sicherlich super spannend, um Dating-Prozesse zu beurteilen. Falls dich für die Ausbildung interessierst, schreib einfach gerne an support@liebische.de. Einzel und Paar geht ja auch bald los. Und ansonsten, ja, wünsche ich viel Spaß und hohen Erkenntnisgewinn mit Konstanz, Intimität, Balance und Progression. So, da kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Punkt. Also das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, wenn wir gucken wollen, ob ein Datingverlauf so den richtigen Weg nimmt. Also was ich jetzt hier sage, ist, abseits von Standards und Dealbreakern, das ist natürlich auch super wichtig, das Wichtigste würde ich sagen, um vor allen Dingen Datingprozesse zu beurteilen, wo es nicht direkt Standards und Dealbreaker gibt, aber die irgendwie unbefriedigend verlaufen. Und zwar besprechen wir jetzt mal vier Punkte. Die hängen natürlich irgendwo zusammen, sage ich jetzt mal gleich. Also die lassen sich jetzt nicht so völlig glatt trennen, aber fokussieren trotzdem nochmal alle auf einen, auf eine andere Geschichte und sind auf eine Art alle gleich viel wichtig. So, fangen wir mal an. Der erste ist Konstanz. Also es sollte nicht so sein, dass es Volldampf losgeht. Wir wissen ja, so toxische Dating-Situationen, die fangen eigentlich immer auf 150% an und steigern sich so langsam dann sozusagen nach, oder steigern sich eben nicht, fallen ab nach unten, wird immer schlechter. Während eben, das ist so auch die ganze Idee von den Sachen, die wir jetzt hier besprechen, während halt ein gesunder Dating-Prozess jetzt nicht schlecht anfängt, aber er steigert sich halt so, ne? Und wie gesagt, der erste Punkt ist Konstanz. Das heißt, haben wir, dass sich jemand konstant meldet oder auch, also auch zurückmeldet? Oder ist das irgendwie sowas wie, mal kriegst du nach 2 Minuten eine Antwort? Natürlich kann man hier mal arbeiten und so, ne? Aber mal kriegst du irgendwie nach 2 Tagen erst eine Antwort oder gar keine Antwort oder jemand verschwindet für eine Woche oder jemand ist total nett auf einem Date und ohne dass es irgendeine Begründung gibt, auf dem nächsten Date irgendwie reserviert und kühl. Das ist mangelnde Konstanz. So, und mangelnde Konstanz übersetzt sich natürlich direkt in mangelnde Stabilität und das wiederum führt zu, ja, wie soll ich mal sagen, dass dieses Heiß und Kalt halt kommt, ne? Also, wenn Konstanz da ist, dann ist ja schon logisch, kann es nicht heiß-kalt sein, so, ne? Während, wenn heiß-kalt da ist, das ist ja genau, was wir nicht wollen. Das sorgt zwar für Drama und Versöhnungsex und ich weiß nicht was, aber es ist eben scheiße für Liebeship, ne? Führt wieder zu Liebessucht, wollen wir alles nicht. Und insofern ist eben diese Konstanz so wichtig, also dass nicht wieder so ein Liebessucht-Ding losgeht, dass du jemand datest, der bindungssicher ist. Ja, das sind halt so die völlig wichtigen Punkte, sage ich mal, ne? Und was ist jetzt, wenn keine Konstanz da ist? Also ich sag mal, egal welchen Punkt wir jetzt hier besprechen von den Vieren, wenn es da Probleme gibt über einen längeren Zeitraum, also längerer Zeitraum ist natürlich auch nicht viel in so einem Dating-Bereich, ist eigentlich immer Murks. So, ne, weil da wirst du sowieso anfangen, mit deinen Kumpels oder mit deinen Freundinnen drüber zu reden, was ist denn hier los? Natürlich kann man es auch mal ansprechen, das kann ja auch mal jemand irgendein Live-Event gehabt haben, wo man zum Beispiel mal nicht konstant ist auf dem Date, aber wie gesagt, jemand, der bindungssicher ist,
würde es kommunizieren, dass man vielleicht, ja, heute ist meine Katze gestorben, mir geht es heute nicht so gut, dann ist das ja eine Konstanz sozusagen. Ne? Aber das bringt uns auch schon auf den nächsten Punkt, dieses Beispiel mit der Katze. Intimität, also die Intimität sollte mehr werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, kennt ihr vielleicht, der eine oder andere kennt das vielleicht aus der Liebeship-Arbeit. Intimität ist nicht Intensität, das wird immer wieder verwechselt. Ne? Man denkt so, wenn es total hot hergeht und Bettsport bis zum Morgengrauen und was weiß ich, und man schickt sich den ganzen Tag Selfies und bis dann halt irgendwas passiert und das nicht mehr, weil man nicht mehr hot ist. Das ist Intensität, das ist nicht Intimität. Ne? Intimität wird gerne vermieden, sowohl von Pluspolen als auch von Minuspolen. Beide haben Angst vor einer echten Intimität, beide haben Angst vor einer echten Nähe, davor sich verletzlich zu machen. Das wollen eigentlich beide nicht. Selbst Leute, die verlustängstlich sind, wollen das eigentlich nicht. Ne? Warum würden sie sonst Bindungsängster daten? Die können sich das ja einfach machen und jemand daten, der vielleicht auch verlustängstlich ist, aber so funktioniert es halt nicht. Ne? Es wird, das ist einer der größten Themen von einer Liebeship-Arbeit, dass Intimität vermieden wird. Ne? Und ein gesunder Dating-Prozess steigert sich eben durch mehr Intimität aus und nicht Intensität. Was heißt das? Ja, das ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich teile zum Beispiel, was mir passiert ist. Also nicht, um irgendeine Reaktion zu kriegen oder Applaus zu kriegen oder jemanden zu lachen, so, ne, eben gerade nicht, sondern das kann auch mal irgendwas in Anführungsstrichen Negatives sein oder so. Natürlich nicht Kritik oder so, aber ich kann zum Beispiel sagen, ja, heute bin ich nicht so gut drauf, weil ich habe jetzt heute das und das erlebt und das setzt mir irgendwie zu, so, ne? Das ist ein Kommunikationsverhalten, was Intimität steigert, ne? Man kommt sich näher, ne? Man sieht sich mehr, man sieht sich eben auch nicht nur so lovebombing-mäßig in den guten Sachen, man sieht sich auch im Problem, so, ne? Oder wo man halt, wo Schattenseiten auftreten, ne? Was ja sowieso bei jedem auftritt. Und es sollte halt, natürlich kann erstmal alles Hype sein und toll und bla 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 und man darf den anderen auch mal so ein bisschen idealisieren, aber ein gesunder Dating-Prozess steigert sich eben in mehr Intimität und nicht in mehr Intensität. Das heißt, wir sehen immer mehr, wie jemand ist und jemand zeigt sich immer mehr in allen seinen Facetten und dann können wir ihn ja auch erst so richtig lieben. So, sonst ist es ja eh alles Fantasie so, ne? Genau, das ist genauso wichtiger Punkt und wie gesagt, so toxische Dating-Situationen, sagt, das geht dann auch mit mangelnder Konstanz und den anderen Sachen gleich besprechen einher, dass die Intimität, die muss jetzt gar nicht unbedingt abnehmen, aber sie nimmt nicht zu, sie bleibt eigentlich auf dem Niveau, was man von Anfang an hatte und stellt fest, dass dieses ganze Lovebombing eben keine Intimität darstellt, ne? So, dann dritter Punkt, Balance. Also Balance heißt, so Balance in der Kommunikation, so, ne? Das heißt, nehmen wir mal an, du kommst mal 5 Minuten zu spät auf ein Date, also wir reden jetzt nicht von 55 Minuten, sondern kommst mal 5 Minuten zu spät und es bricht irgendwie eine Schimpftirade über dich rein, wie schlimm du bist. Könnte man sich vielleicht denken, ja, warum geht man da nicht sofort? Aber so ist das ja halt, wenn man jemanden hot findet, guckt man über alles hinweg und ja. Also eine mangelnde Balance ist eben, es gibt keine balancierten Antworten, sondern es ist irgendwie krass. Es ist entweder Lovebombing oder du bist total scheiße, ne? Oder es ist alles ganz toll, ihr habt das erste Mal Bettsport und dann, ja, ich finde dich toll, aber der Bettsport, der war irgendwie nicht so gut. Also das ist keine Balance, weil das kann sich alles noch entwickeln. Also warum kommuniziert man so, ne? Das ist, man könnte jetzt auch so übermäßig viel Kritik könnte man als mangelnder Balance auffassen. Ne? Also mal bist du die Tollste und dann wirst du kritisiert, weil du ein rotes statt ein blaues Kleid angezogen hast. Ne? Und dann, ja, rot steht hier nicht. Warum hast du nicht wieder das blaue Kleid angezogen? Das ist auch mangelnde Balance, ne? Ganz wichtig. Ja, und der vierte Punkt, das ist eigentlich, was ich immer in E-Mails am meisten bemängele, was eigentlich auch am offensichtlichsten ist, also Konstanz, ja, aber gut, Intimität, Balance kann man, wenn man einmal drauf weiß, wo man drauf gucken muss, ja, es ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber vor allen Dingen zeigen sich fehlschlagende Dating-Prozesse in mangelnder Progression. Ne? Das heißt, es geht so los und weiß ich nicht, die ersten 2, 3 Dates, alles toll und Bettsport auf dem 2. Date und alles super und dann plötzlich, dann liest man immer so, meldet sich nicht mehr so, ne? Ja, meldet sich weniger oder seltener und keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum, ne? Dann fragst du, nee, ist alles gut und so, hab nur keine Zeit diese Woche. Also wenn es einfach nicht vorangeht, wenn die Dates sollten mehr werden anstatt weniger, deswegen sage ich ja auch,
vielleicht reicht so ein Date pro Woche so am Anfang, damit man sich auch steigern kann, ne? Und wirklich gucken kann, wie ist jemand und wirklich sehen kann, hat jemand auch eine Konstanz? Hat er auch noch eine Konstanz nach 3 Wochen, nach 3 Monaten, nach 4 Monaten, nach der 200-Tage-Grenze? Ist da immer noch eine Konstanz da? Natürlich kann das nicht ewig mehr werden. Irgendwann wohnt man vielleicht zusammen. Ist ja klar, aber es sollte die ersten Wochen und Monate sollte es eine ganz klare Progression geben, ne? Also mit mehr verbaler Zuwendung, mehr sich sehen, mehr körperlicher Zuwendung und sollte nicht weniger werden oder plötzlich, kommen wir wieder zum Thema Konstanz, so nicht mehr konstant sein, ne? Oder plötzlich abnehmen oder hatte ich auch mal dann, weiß ich nicht, ist 1 Monat alles ganz toll und plötzlich gibt es 6 Wochen keinen Sex mehr. Ja, das ist nicht. Natürlich gibt es dann immer irgendwelche Begründungen, aber es ist nicht gut. Ne? Es ist nicht gut, mangelnde Progression so. Ne? Ja, wie kann man das thematisieren mit Klienten? Also erstmal merken die ja selber, wenn einer von diesen 4 Punkten auftritt, merken die ja selber, das läuft irgendwie nicht gut. Und das ist eigentlich so ein Begriffssystem, was unheimlich leicht verständlich ist für Klienten. So, ne? Man erzählt denen dann, so und so und so, so und so läuft das. Das wollen wir eigentlich haben. Und das ist auch so unmittelbar eingängig, warum das wichtig ist, ne? Warum wir Konstanz haben wollen, warum wir mehr Intimität haben wollen, warum wir Balance haben wollen, ne? Warum wir eine Progression haben wollen. Wenn jemand natürlich überhaupt keine Ahnung hat, dass Liebes durch die Beziehung vielleicht nicht gut ist, dann läuft man vielleicht gegen eine Wand. Aber im Allgemeinen ist das super leicht verständlich. Und man sieht auch sofort, wo es hakt. Und man hat auch sofort dann Feedback, dass es eigentlich nicht gut ist, so, ne? Und das Problem ist aber eher, wenn man es dann feststellt, daraus die Konsequenzen zu ziehen, ne? Aber wie gesagt, du musst ja nicht das Leben deines Klienten leben, der macht, was er will. Und du kannst dann sagen, naja, wir stellen ja mehr fest, mangelnde Konstanz, was weiß ich, mangelnde Progression, wo hat das in der Vergangenheit hingeführt? Und einfach, man muss ja nicht die Äpfel für den Klienten pflücken, die vom Baum fallen, sondern du weißt nur darauf hin. Da gibt es vielleicht ein Learning, was du vielleicht mitnehmen kannst, aber vielleicht ja, ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Und es muss einfach ein bisschen noch weiter negative Erfahrungen gemacht werden, dass man auf diese Dinge vielleicht achten sollte. Das sind natürlich jetzt alles keine Dealbreaker, aber das ist, wenn man so will, sind das so Yellow Flags, wo man feststellt, wo man eigentlich schon mit hoher Wahrscheinlichkeit weiß, das wird nichts. Aber man braucht vielleicht noch ein paar Wochen, um das dann auch wirklich umzusetzen. Das ist auch total in Ordnung, wie gesagt, weil das jetzt nicht dieses Krasse hat von so Dealbreakern. Aber wenn man so will, können wir auch sagen, das sind eigentlich Standard, Verletzung von Standards, ne? Wenn diese 4 Punkte nicht laufen. Also eine ja, sich intensivierende Beziehung sollte ja auch ein Standard sein, sage ich mal. Ne? Von daher ist eine schön einfache Art, Sachen anzusprechen, die jetzt auch keine Selbstwertthemen aufbauen oder irgendwie sowas. Und einfach nur beschreiben, wie es ist, ne?